So, nun wird über die Maschen von zwei Nadeln, die werden auf vier Nadeln aufgestrickt und wird der Schaft gestrickt. Und bei den anderen zwei Nadeln auch auf vier Nadeln der Fußteil. Damit nun aber bei den Übergängen keine Lücken entstehen, verkreuzen wir jeweils zwei Maschen. Und zwar jeweils die zwei diagonal gegenüberliegenden Maschen. Ich habe immer so kleine Hilfsnadeln parat und nehme eine Masche von der einen Nadel und eine Masche von der diagonal gegenüberliegenden Nadel. So, beim Zurückziehen aufpassen, dass du nicht mehr Maschen verlierst. So, nun werden die zwei Maschen überkreuzt. Die kleinen Nadeln helfen dabei. Einmal herumgedreht und die Maschen wieder zurück auf die Nadeln gegeben. Sind aber nun verkreuzt. So, diese erste Masche ist die, wo noch der Arbeitsfaden dran hängt. Das heißt, die kommt auf die eine Nadel. Und die zweite Masche auf die diagonal gegenüberliegende Nadel. Auch hier wieder aufpassen beim Zurückschieben. Gleich die Nadeln wieder herausziehen, damit keine Maschen verloren gehen. Und das gleiche machst du nun mit den anderen zwei diagonal gegenüberliegenden Nadeln. Du nimmst eine Masche von der einen Nadel. So, auch hier nimmst du eine Masche von der einen Nadel. Achtung beim Herausziehen der anderen Nadel, darauf achten, dass du nicht mehr Maschen verlierst. Und eine Masche von der diagonal gegenüberliegenden Nadel. Auch hier verdrehst du nun wieder die Hilfsnadel, damit die Maschen verdreht werden. Und gibst sie wieder auf die Nadeln. Hebst sie wieder auf die Nadeln hinauf. Und die zweite Masche auf die diagonal gegenüberliegende Nadel. So. Auf die Art verhinderst du, dass an den Übergängen Lücken entstehen und die Maschen der zwei Nadeln auf der einen Seite werden nun auf vier Nadeln übertragen, sodass du auf jeder Nadel wieder acht Maschen hast. Und über diesen Teil strickst du nun den Fußteil. So, also ganz normal den Fußteil strickst du mit rechten Maschen. Du hast jeweils acht Maschen auf einer Nadel. So wie du ursprünglich angeschlagen hättest, hättest du es auf die herkömmliche Methode gestrickt. Wichtig ist, dass du am Übergang der beiden Nadeln immer den Faden besonders fest anziehst. So, und nun strickst du geradeaus hoch. Den Fußteil so weit, bis du mit der Spitze beginnen möchtest. Wie du die Spitze strickst, zeige ich dir gleich. So, für die Spitze nimmst du nun ab am Ende jeder ersten Nadel, am Anfang der zweiten Nadel, am Ende der dritten Nadel, am Anfang der vierten Nadel. Denn die Abnahmen für die Spitzen erfolgen ja an der Seite. Das heißt, du strickst hier bis zwei Maschen vor der letzten Nadel. Und hier wird nun
eine Masche gehoben, also bei der ersten Nadel eine Masche gehoben, eine Masche gestrickt, die gehobene übergezogen und noch eine rechte Masche. Am Anfang der zweiten Nadel wird eine rechte Masche gestrickt, zwei Maschen rechts zusammen, die restlichen Maschen rechte Maschen. Am Ende der dritten Nadel wird wieder abgenommen. Du strickst wieder bis zwei Maschen vor der letzten Nadel. Eine Masche heben, eine Masche stricken, die gehobene überziehen und eine Masche rechts. Und am Anfang der vierten Nadel eine Masche rechts, zwei Maschen rechts zusammen und die restlichen Maschen rechts. Wenn du eine eher spitze, wenn die Spitze länger werden soll, dann nimmst du jede zweite Runde ab. Das heißt, du strickst jetzt eine Runde rechter Maschen drüber und dann wird wieder abgenommen. Und zwar so lange, bis du auf jeder Nadel nur mehr zwei Maschen hast. Also bis du nur mehr zwei Nadeln mit zwei Maschen hast. Und die strickst du zusammen, wie du es auch schon gelernt hast. Du stichst von vorne in die vordere, Masche und in die hintere Masche ein. Ob du von vorne oder von hinten einstichst, ist hier eigentlich egal. Ich steche von hinten ein, da geht es einfacher. Also in beide Maschen einstechen, den Faden durchziehen, beide Maschen von der Nadel gleiten lassen. Mit den letzten zwei Maschen genauso, von vorne in die Masche, in die hintere Masche einstechen, Faden durchziehen und die Maschen von der Nadel, gleiten lassen. Die letzten zwei Maschen beendest du mit einer Häkelnadel. Du ziehst die zweite Masche gleich durch die erste durch, eine Luftmasche und Faden abschneiden. Diese Spitze wird dann von innen nach innen gezogen. Du siehst schon die Form der Socke und über die verbleibenden Nadeln werden wieder auf vier Nadeln aufgestrickt, also 4 mal 8 Maschen, und da strickst du einfach geradeaus den Schaft nach oben und dann eventuell noch ein kleines Bündchen dran. Ich zeige dir gleich eine Variante. So, ich habe noch als Verzierung so eine Flauschwolle glatt rechts drüber gestrickt, damit sie sich einrollt. Ich habe trotzdem davor ein paar Reihen Bündchenmuster gestrickt, damit die Socke nicht rutscht. Abketten geht so. Du strickst eine Masche und ziehst die vorige Masche drüber. Eine Masche stricken, die vorige drüber ziehen. So sieht die ganz einfache Socke aus. Die passt auch sehr gut und ist nicht nur für Babysocken geeignet. Eine zweite Variante zeige ich dir in einem weiteren Video.